So, wir sind hier im Weberknecht bei der Underground Wrestling Veranstaltung. Zum letzten Mal heute mit Schiri Johannes Quinz. Genau. Und jetzt wollte ich dich fragen, wie ist dein Resümee über diese ganze Geschichte heute? Naja, das war bei der Richie Zanoni letztes Mal bei der letzten Show, hat er meinen Body Slam verpasst. Und ich habe unbedingt den Humungus, unser Chef von der World Underground Wrestling, habe gemeint, das lasse ich nicht auf mir sitzen. Normal wäre es ja so gewesen, ein normales Match halt, mit zwei Leuten nur, aber dann hat er Kasten, dann hat er aus dem normalen Match ein Triple Threat Match gemacht, ein Triple Dance Match und ja, ich bin sehr zufrieden, ich habe in Richie Zanoni gezeigt, wo der Pfeffer wächst. Es war meine letzte Show, ich bin wohlgemerkt als Schiedsrichter weiterhin, weil das Publikum mag mich, ich mag das Publikum. Und ja, ich bleibe auf jeden Fall bei der World Underground, aber mit Wrestling und so weiter ist es dann jetzt. War das der letzte Kampf heute? Vom Quinze oder von der Rose? Zanoni! Beide! Quinze! Ich meine, du weißt schon, wie das funktioniert mit Kinder machen und so. Zanoni, was ist denn die Luft aus? Ich meine, wir kennen es probieren, also wir nicht, aber mit vielleicht, keine Ahnung, wurscht. Quinze, der Herr hätte gerne ein Kind von dir. Machst das du aus oder der Quinze soll es austragen? Das ist eine blöde Meldung, wirklich mal. Okay, die Referöse, hallo? Oh, hey, servus. Wer hat was Großes eingesteckt? Ich weiß nicht. Hallo, hey. Never touch the referee. Referose. Also der Referee, der Referose darf den touchen, aber du darfst sie nicht touchen. Du bist ein echter Mann! Also das ist voll Garstück. Super Zanoni! Was wünscht du dich, Italiener? Die sind alle so! Ja. Das ist super Zanoni! Okay, Referose gibt irgendwann einmal den Kampf frei. Warte, das weiß ich ja gar nicht. Dürfen alle drei gleichzeitig auf der Kampffläche sein? Oder? Ja, eigentlich schon. Ja, ja. Ja, also sag auch. Los geht's! Kampf frei! Okay, das ist kein Kampf, das ist ein Zeigefinger-Duell. Megaboxen haben wir das in der Schule gesagt. Okay, das ist jetzt sehr Hooligan-mäßig. Der anderen tut die Stirn weh. Dem einzigen, den es Spaß machen zu scheint, ist der Riesinger Lois. Vorarms, vorne, vorarms, hinten. Liebste Referosi, du musst dich um den Kampf und nicht um den Kind zu kümmern. Ja? Und schon wieder liegt er unten. Also irgendwie ist das. Was ein Quinze! Präsentiert. Heute Hagel des Closelands! Was ein Quinze! Lass den Quinze in Ruhe! Oh, ein Bodenstein! Ich meine, wir wollen nicht vergessen, dass der Referee ein Referee ist und kein ausgebildeter Wrestler, gell?
Also das geht mir jetzt verblüfft. Das war irgendwie logisch, aber gut. Ja, hock am um. Erst hast du. Ein Sleeper halt, da schlaft er, aber der hat ja eh schon geschlafen. Wieso nimmst du mir jetzt nur einen Sleeper halt? Also Quinzi gibt nicht auf, sagt die Rosi. Nur mal Rosi! Der Quinzi ist super, sagt die Rosi. Ein Quinzi geht's. Oh, ein Tritt in den Nacken. Refa Rosi, kümmert dich um den Kampf und nicht um den Quinzi. Der war auf Oberschenkel. Der war knapp unter. Ich habe es da hinten überrascht, aber das war ein Suplex, hätte ich gesagt. Irgendwer hat mir das ins Ohr gekreischt. Quinzi! 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 Ah, beide werden angezählt. Na doch nicht mehr. Quinzi! 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 Oh, ein Whistler. Wir kommen zum technischen Teil. Doch nicht. Ja, da kannst du nicht. Jetzt kriegst du es nicht. Und ein Leichtdruck. Und ein Elbertrop drauf. Das schafft der Postler nicht. Bravo, Quinzi! Ich glaube, der Quinzi hilft zu decken. Rosi, Treffer Rosi, das war auf das Knie. Und ich glaube, er hat da gerade auf die Titten geklatscht. Rose, du musst ihn anzünden. Treffer Rose, Zähler. Eins, zwei, drei. Sahippi Noni, oder wie? Okay, schmeiß es mal einer zu mir bitte. Rose, Hockermund! Okay, das müssen wir noch umklären. Was war das? Kannst du es nur machen, so habe ich nicht gesehen. Okay, das. Rocksplash! Super Zanone! Hast du schon gezählt oder hast du aufgehört zu zählen? Eins! Wen zählst du jetzt da eigentlich? In wie heißt denn der? Der ist in der Loisten. In der Loisten, aber da steht er schon wieder, den kannst du nicht anzählen. Ein Tritt in den Bauch, bei dem Bauch ist das glaube ich wurscht. Vorsicht! Ich darf darauf hinweisen, dass die Wrestler meine die Einrichtung stehen lassen sollen. Dankeschön. Get your Läusel Body Slam! Ein Niederschiri! Okay, mein Schad im Sieg! Pulli! Jösses, nein, da hat sich der. Also irgendwie hat der Quinzi heute ein paar, weiß ich nicht, Schmerzmittel geschluckt, der spürt nichts, scheint mir so. Quinzi, du harte Sau! Sokiri nennt man das beim Wrestling. Kanone, was ist? Kanone, kommt nur was. Haut wieder. Wohin? Wen zählst du das eigentlich auch? Beide. Ja, ist schon spät. Einer steht schon wieder. Aber du könntest das theoretisch in anderen anzählen, aber es ist wurscht. Oh, ein Hämmerlock oder Polizeigriff. Doch nicht. Ja, hast du heute einen Wackelkontakt? Was ist jetzt los? Der Quinzi steht unter Strom, oder was? Quinzi steht unter... Oh! Na, fast. Ein Post-Crap. Quinzi schläft oder gibt er auf? Oder ist ihm das wurscht? Ich weiß es nicht, ich sehe das nicht. Also die Rosi sagt gerade zum Zanoni, glaube ich, dass er aufhören muss, den Griff, weil das tut den Quinzi nicht gut. Oh, gut, da geht's weiter, seid Headlock. Haare ziehen ist auch bei, also bei meinem Haarziehen ist ein bisschen blöd, aber gut. Oh!
Die Kraft hätte man in Zanoni erst gar nicht zutraut. Stadion! In Unterhosen oder Salonslo? Otto Klinger gibt auch seinen Senf dazu. Du, das ist mein Schmäh, fangst du das? Ja! Liebster Zanoni, wenn du mit meinem Move hausieren gehst, könnte ich grantig werden und das wüsst nicht, glaub ich. Und ein Tritt und ein. Mit Anstrengung unter Strom ein Body Strom Slam. Ein Sleeper Hold. Ich meine, aber Entschuldigung, Quincy, der Leasinger Losel ist bei der Post, der schläft von Natur aus. Oh, Elbotrop. Na doch nicht, der ist es auf. Jetzt hast du mal aufgeweckt mit dem Sleeper Hold. Das ist okay, absolut legitim. Oder wie das heißt. Oh oh, ein Neckbreaker. Der Zanoni am Boden. Zuhör mal, Rosi. Rosi, eins, zwei, drei. Oh, ich glaube, der selbe Move kommt. Oh 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 oh. Okay. Sieger dieses Kampfes! Quincy Jones! Das hat der Quincy Jones einen Kussabdruck am Mund. Also ich kenne mich nicht aus, aber Referierentscheidung oder Referöse, also Referose-Entscheidungen sind endgültig leider. Also, hallo? Der Kanzler, du hast es nicht gefallen! Ja, ein Kanzler muss das gewohnt sein, dass er ist. Ja, zu Schokomaus! Schokomaus, Vanillemaus, wenn das ist ein Erdbeer, ja, der Himbeer! Der Himbeer, genau! Das war alles legal! Weißt du, dass du besser warst? Ja, Entschuldigung, Leasinger Läusler, Referosi. Gut, auf nieder, komm! Diese Geschichte ist noch nicht vorbei. Zanoni, komm, mach mal! Am 7. Juli, in zwei Monaten, vier Bälle gegeneinander! Oder nicht? Ein Mixed-Gender-Match haben wir jetzt schon länger nicht mehr gehabt, aber. Ich werde zeigen, dass niemand gemein zu meinem Quincy ist. Zanoni, was ist ein Referende, halt das aus. Zanoni, was ist der Quatsch? Aber haltst du das aus? Himbeermaus. Himbeerdirnsel. Wir beide. Zanoni, mach ein. Ich mach das sowas von kalt. Normalerweise rede ich auf Mädel los. Aber bei dir mach ich ja gerne aus. Aus jetzt, Schluss, Ende. Aus, dass du mich gar nicht bezweifle ich davor mache. Muss man sich einiges sagen lassen. Zanoni, auf Frauen geht man nicht los ohne Vorankündigung. So wie der Rosen. Ja, ich bin ja nur da. Also, ich kann nichts dafür, ich bin nur da. Hallo? Aus ist Schluss, schleicht euch hintere! Geht zu Quincy, hock am um! Hallo, der ist einmal so auf dem Bauch gestiegen! Das glaube ich nicht, aber wurscht, warte ein bisschen, da ist kein Platz mehr. Gerhard, was sagst du heute zu der Show? Dein Resümee? Resümee, super war's, trotz schlechten Wetters waren wir fast ausverkauft. Stimmung war super, die Kämpfe waren wie immer. So wie man es sich von Underground Wrestling erwartet. Geil. Im Publikum hat es gefallen. Resümee vom Publikum. Also ich war gerade vorher in der Pause pinkeln und waren zwei Zuschauer, habe ich einer zugehört. Ich war nämlich im Geheimraum. Ne? Das haben nicht gewusst, dass ich da bin. Ja. Voll die
geile Scheiße. Ich muss mir den Rest auch noch live geben. Das ist ein Wahnsinn. Also war schon geil. Hat schon passt. Super, so wie es gehört. Gut, dann sage ich danke und ja, wir hören und sehen uns sowieso.